Guten Morgen, ihr Lieben. Ein magisches Datum, der 12.12.2022. Wenn man die 12 und die 12 umdreht, dann kommen wir zu meinem Geburtstag. Und ich möchte mich bei allen, die so an mich denken, die mich schon im Vorfeld bescheren, so aus ja, Gründen der Anerkennung für das, was ich hier tue, super herzlich bedanken. Das ist was, das rührt mich gewaltig, das erfreut auch mein Herz, ja. Und ich habe da jetzt schon Weihnachten, obwohl wir erst drauf zugehen, wenn der Postmann klingelt und mir da irgendein Päckchen in die Hand drückt. Also ich kann euch nicht genug danken und vor allen Dingen dafür, dass ihr an mich denkt und mich da irgendwo auch in euer Herz einschließt. Wir schauen heute auf den Montag. Und welche Energien sind da aktiv? Da sind schon zwei Karten als Überschrift rausgehüpft. Einmal die Geduld und einmal das Thema Kindheit. Ja, es kann gut sein, dass du als Kind nicht unbedingt die geduldigste Person gewesen bist, ne? Wenn du hier so ein Hüpfekästchen hattest, dann hast du dir gedacht, ich mache das jetzt zack, zack, damit ich da oben am Ziel angelange. Und das ist ja häufig gelungen. Aber je älter du worden bist, hast halt feststellen dürfen, es gibt Dinge, wie heißt dieser komische Spruch, gut Ding will Weile haben. Manche Dinge, die brauchen eine Weile, um zu wachsen. Man braucht auch selbst eine Weile, um sich wieder zu befreien von den Mustern, die man aus der Kindheit mit ins Leben gezogen hat. Heute wird eine Situation auf dich zukommen, die dich nochmal prüft, inwiefern du Geduld gelernt hast, inwiefern du deine Kindheit bearbeitet hast. Und was genau möchte auf dich zukommen? Ja, Spirit fordert dich auf, den Fokus darauf zu richten, dich doch einfach mal treiben zu lassen. Geht nicht, höre ich viele schreien. Nee, geht auch manchmal nicht, wenn man sich mit Terminen zuklatscht. So, heute bist du echt aufgefordert, mal was zu tun, damit du und dein System in Richtung Heilung marschieren könnt. Du bist häufig noch ein bisschen betriebsblind. Nimm dir heute mal bewusst diese Binde von den Augen, denn ja. Es scheint in vielen Fällen noch nicht so zu sein, dass du dich einfach mal treiben lassen kannst. Ne? Wenn das morgens gut, wenn die Kinder zur Schule müssen, müssen die Kinder zur Schule. Wenn man zum Job muss, muss man zum Job. Aber das reicht ja noch nicht. Man muss ja auch noch einkaufen gehen und dann muss man noch Sport machen und dann muss man die Freunde noch treffen und dann muss man noch rausgehen und dann muss man noch sämtliche Arzttermine dazwischen bauen. Versuche doch mal in dieser besinnlichen Adventszeit den Fokus auf das Thema Sailing, ich lasse mich treiben, zu richten. So gut es dir eben möglich ist in deinem Leben. Es gibt Phasen, da hat man nicht unbedingt die große Auswahl und trotzdem kann man in jeder Phase des Lebens optimieren und dazu bist du heute eingeladen. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Kommentieren, Abonnieren. Bleibt mir gesund, lasst es euch gut gehen und gerne bis morgen. Bis dann.